kann ich mir darunter irgendetwas vorstellen unter Kontakten zwischen dem, was vom Band kommt, sehr richtig, und den beiden Solisten. Das ist richtig. Bisher hat es manchmal so ausgesehen, als ob die Musik, die man jetzt elektronisch macht, ein unvereinbarer Gegensatz wäre zu dem, was Instrumentalisten, Menschen, im Moment, wo sie aufführen, machen können. Ja. Und ich habe gerade in diesem Stück zum ersten Mal versucht, so etwas wie eine Verschmelzung der beiden Bereiche zu finden. Also, dass Leute, die spielen hier im Raum, und zwar unwiederbringliches Spielen, einmaliges Spielen, was ja typisch für Menschen ist, die im Moment, wenn sie agieren, hervorbringen, zu vermischen mit etwas, was ganz fixiert ist, wie auf diesem Tonband und was ich in dieses Band zum Beispiel in 7 Monaten selber produziert habe. Mhm. Und da einen Kontakt herzustellen zwischen dem völlig Festgelegten und dem, was im Augenblick des Spielens von den Musikern abhängt. Ja, aber Herr Stockhausen, das ist doch nicht die reine Improvisation, denn Sie haben ja auch so etwas wie eine Partitur, nicht wahr? Kann man es noch Partitur nennen? Können wir es nicht mal zeigen? Ich habe jedenfalls eben beobachtet, dass Sie auf dieses Blatt geschaut haben. Können wir das mal groß zeigen? Darf ich es mal vorholen? Bitte, ja. Ja, ich glaube, es wird schon gesehen. Ein Blatt, nicht? Da habe ich dann jeweils auf jedem Blatt oben ein bisschen schematisch aufgezeichnet, was in den Lautsprechern passiert. Und die Musiker haben sich im Verlauf der Proben daran gewöhnt, dass grafische Bild zu entziffern. Ja. Die Zeit ist genau angegeben. Hier oben haben Sie zum Beispiel Sekundenzahlen, nicht? Mit 30 Minuten 2,7 Sekunden wäre an diesem Punkt erreicht. Und hier ist dann jeweils geschrieben, das, was der Schlagzeuger macht, mit all seinen verschiedenen Instrumenten, und was der Pianist macht. Und die Musiker müssen nun dauernd hören auf das, was vom Lautsprecher kommt, und entsprechend zeitlich und in der Intensität darauf reagieren. Sagen Sie, welche Musiker können denn überhaupt eine solche Partitur lesen? Da kannst du nur ganz wenige geben. Die zwei, ne? Die zwei hier. Naja, und ich habe es mit anderen nicht versucht, aber es sind ganz besonders ausgesuchte Interpreten, die sich auch mit der bisherigen neuen Musik sehr auseinandergesetzt haben. Und es gibt selten Menschen, die sich so in eine Sache reinfinden, dass sie das so gut machen. Ne? Herr Stockhausen, Sie sind hier ja im Sendesaal eines Funkhauses. Sie können doch die gleiche Musik auch jetzt nicht einfach transponieren in irgendeinen anderen Konzertsaal. Das ist richtig. Und selbst dieser Saal hat schon seine Schwierigkeiten. Sie können sich vorstellen, in dem Saal sind ungefähr 650 Personen, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Der Saal ist länger, als er breit ist. Also wie kann man zum Beispiel eine sehr kontinuierliche Drehbewegung der Klänge erreichen? Da sehen Sie vorne 8 Lautsprecher, die sind nur eine Gruppe, das, was von vorne kommt. Links 8 Lautsprecher, rechts und hinten 8 Lautsprecher. Jetzt muss man, um sich diesem Saal anzupassen, das mache ich eben hier, ganz verschiedene Lautstärke-Einstellungen machen für die einzelnen Gruppen. Ich habe hier die erste Gruppe, die ist links, und da die zweite, die ist vorne, und die dritte, die ist rechts, und die vierte ist hinten. Und dann habe ich hier noch zwei, da habe ich den Pianisten noch einmal auf einem Lautsprecher, der ganz am Klavier ist, und noch ein Lautsprecher, der ganz beim Schlagzeuger ist. Wenn die zum Beispiel nicht durchkommen gegen das Elektronische, muss ich die ein bisschen raufheben und so weiter. Ne? Entschuldigung, bisher hat man sich den Dirigent mit dem Taktstock vorgestellt. Das ist also, Sie sind Toningenieur. Ja, aber ich bin kein Dirigent in diesem Moment. Die könnten ganz alleine spielen. Was ich mache ist, ich passe das ein bisschen diesem Raum an. Ja. Ideal wäre, wenn ein Raum gebaut wäre, der das nicht mehr braucht. Dann braucht man niemanden. Dann lässt man die Maschine abfahren und die spielen dazu. Herr Stockhausen, ist es sehr naiv, wenn ich frage, was haben Sie eigentlich gedacht, als Sie das komponiert haben? Denn es ist ja komponiert, nicht wahr? Das will ich hoffen. Ja, sicher. Und hatten Sie dabei überhaupt Vorstellungen, als die Geräusche, dieser Zusammenklang von Geräuschen entstand, zum Beispiel auf dem Tonband? Ja, das, was Sie gehört haben, habe ich mir vorgestellt. Darf ich Ihnen sagen, was ich gehört habe? Ich hatte eine Fülle von Assoziationen, ganz einfach. Ja. Ich hörte also, bitte nehmen Sie es nicht übel. Ich hörte Düsenjäger, ich hatte die Vorstellung, Dantes Inferno. Ich hatte, also, mir tat es weh. Wirklich? Können Sie das verstehen, doch? Prima, haben Sie was kapiert. Ist das richtig? Haben Sie das beabsichtigt? Na, Sie sind wenigstens angesprochen worden. Ich beabsichtige nichts als die Töne. Ich stelle mir die Töne vor und ihre Verbindungen und die Formen, in denen Töne sich ereignen. Und was mit in Ihnen passiert, das interessiert mich nur indirekt, insofern, als ich Sie ja gar nicht kenne. Ich kenne ja Ihr Innenleben überhaupt nicht. Das werde ich Ihnen auch nicht verraten. Aber es gibt doch eine Wirkung, die Sie bisher beim Publikum schon gespürt haben. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass Sie elektronisch spielen. Nein. Und wie ist die Wirkung oder wie ist die Reaktion vom Publikum? Sehr unterschiedlich. Ich muss sagen, dass im Anfang sowohl Musikkenner als auch Dilettanten ähnlich reagiert haben, nämlich sie waren einfach erstaunt.
Erstaunt, ja. Zum Teil schockiert, zum Teil empört, zum Teil einfach überfragt oder überfordert. So wie ich in diesem Augenblick. Ja, im Laufe der Zeit aber, deshalb habe ich auch am Anfang gesagt, warum haben Sie sowas noch nicht gehört? Es hätte ja schon genug Chancen gegeben. Tut mir leid, ich habe es wenigstens nachgeholt. Tut es Ihnen wirklich leid? Ich weiß es nicht. Im Laufe der Zeit also haben sich schon wieder die Lage ein bisschen geschieden. Es gibt Leute, die sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben und die sind absolut in der Sache und hören schon sehr genau, was vor sich geht, während immer wieder neue dazukommen, andere, die dann diese erste Begegnung mit diesem Medium haben und dann stellen sich die gleichen Reaktionen ein, die man gewohnt ist. Herr Stockhausen, das, was Sie eben gespielt haben, ist der Anfang der Kontakte, wie Sie genannt haben. Ja, die ersten zwei Minuten. Das Stück dauert 35 Minuten. Und diese 35 Minuten werden in diesen Tagen im Rahmen des Weltmusikfestes der Neuen Musik uraufgeführt. Übermorgen Abend. In diesem Viel Tag. Glück. Dankeschön.